Ja, hallo, mein Name ist Matthias und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man in der Arduino-Oberfläche ein Programm schreiben kann. Und das werde ich in kleinen Stücken erzählen, sodass das auch wirklich übersichtlich ist. So, ich habe als erstes Datei neu angegeben. Damit kriegen wir ein neues Programm. Das sieht dann so aus. Wir haben hier oben die Funktion Setup, void Setup, Klammer auf, Klammer zu und dann geht die geschweifte Klammer auf für den Programmtext bis hier hinten hin. Ne? Wenn ich hier oben drauf klicke, ich da hinklicke, gehört die geschweifte Klammer dazu. Klicke ich dahin, sehe ich, wo die Klammer wieder zugeht. Diese Setup-Funktion wird einmalig bei Programmstart durchlaufen. Und da kann man Sachen einstellen, Variablen setzen oder irgendwelche Einstellungen vornehmen, die man nur einmalig macht, wie zum Beispiel serielle Übertragungsgeschwindigkeit und solche Sachen. Und nachdem dieses Setup einmal durchlaufen ist, geht es in einen Loop, das ist ein Kreis, eine Schleife sozusagen, die immer wieder ausgeführt wird. Hier kommt also der Programmtext rein, der Programmcode, den ihr nachher machen, ausführen wollt, wo denn was geändert wird und so weiter. Ne? Void Loop, wieder Klammer auf, Klammer zu, dann geschweifte Klammer bis dahin, das ist also von 6 bis Zeile 9. Und dann könnt ihr hier oben noch was, einen Kommentar eingeben, typischerweise mit zwei Schrägstrichen. Zum Beispiel neues Programm und so weiter, was ihr euch da alles ausdenken wollt. Ne? Was da drin passieren soll nachher natürlich, dass das das gut beschreibt. Dann sagt ihr Datei speichern unter und dann schreibt ihr hier neu 1 zum Beispiel rein. Dann wird ein Verzeichnis angelegt und mit der .ino-Datei da drin. Jetzt seht ihr auch hier oben neu 1, ne? Und jetzt können wir weiterschreiben. Und damit ist das jetzt gespeichert. Gut, das ist das Erste, was ich euch mal zeigen wollte.